Was ist eigentlich das Gegenteil von No Homo? Wahrscheinlich das hier. Ich bin heute in Köln auf dem CSD und schaue mir das Ganze mal an. CSD in Köln. Wieso hast du einen Deutschlandhut auf? Weil ich keinen Regenbogen mehr gekriegt habe, war alles ausgekauft. Wie ist das am Ende des Regenbogens? Findet man einen Topf Gold? Was findet man am Ende der Deutschlandflagge? Leckeren Kartoffeleintopf. Weißt du, dass CSD ist oder bist du immer so angezogen? Ich bin immer so angezogen. Was sagst du damit aus? Dass ich gewisse Vorlieben habe und jeder hat so seinen gewissen Fetisch. Für 364 Tage im Jahr ist dieser Rucksack hier perfekt. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr einen Rucksack habt, der für ihn am CSD gut ist, dann schickt ihn zu uns und ich schicke ihn zu dir. Ist gut, dann sehen wir uns nächstes Jahr und dann hast du so einen Bubstornister. Ja. So ist übrigens auch mein Accountname, Bubstornister. Eine Karte oder sowas? Nee. Mach's gut. I'm just here to heteronormativity. Also du bist eigentlich hier, um mal so einen F-You-Finger an die Gesellschaft zu zeigen, die immer so sagt, eine Familie ist ein Mann, Frau und so. Genau, ja. Wenn man nicht eine queeren, freundliche Firma ist, sollte man dann ganz auf das verzichten? Oder ist es dann vielleicht doch besser, wenn Instagram mit Regenbogenflaggen geschwemmt wird? Wenn man das eh nicht unterstützt, kann man es auch lassen. CSD meets Liberale. Was haltet ihr von Pinkwashing? Ich denke, manche Firmen werden das so einsetzen, aber langfristig wird Pinkwashing keine Zukunft haben, weil diverse Teams in den Entscheidungen der Unternehmen mehr Gewinn bringen. Was macht denn die FDP für die LGBTQIA+-Rechte? Dieses Jahr haben wir vor allen Dingen im Transrecht reformiert. Das heißt, die Koalition hat ein neues Gesetz vorbereitet, eine neue Rechtsprechung für Transmenschen und das ist im Moment das Thema. Ich denke mal, dass wir im Adoptionsfamilienrecht viel ändern müssen, weil da die Regenbogenfamilien noch nicht anerkannt sind. Zwei Frauen, die ein Kind bekommen, zwei Männer, die ein Kind bekommen, die Mehrelternfamilie, wenn jetzt ich als Mann mit zwei Frauen ein Kind haben will oder so, das ist für mich schwierig. Sorry, aber das ist für mich Pride und FDP in einem Bild. Ja, danke dafür. Sieht gut aus. Wir heißen beide Ralf. Ja. Ja, ist beide Ralf. Ja, krass. Ja. Wer ist vorher, wer ist nachher? Warum? Es kann noch zwei geben, oder nicht? Das stimmt, ja. Das ist der liberale Spirit. Ja, wir sind es kann mehr als nur einen Ralf geben. Ja, genau. Das ist das Motto, oder? Genug der Hetenfeten, jetzt kommt Homo-Promo. Ja, genau. Hast du schon mal heterosexuellen Sex gesehen? Es gibt einen Grund, warum es dafür keine Parade gibt. Das ist nämlich nichts zum Feiern, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Fährt das ab irgendwie, das bisexuell sein gerade in dem Moment? Auf jeden Fall, ja. Wie lange muss ich mich noch an dir reiben, bis ich an der Mumu... Du bist Banksy! Oh mein Gott, dürfen wir dein Gesicht zeigen? Ja, das Gemälde, was sich selber zerstört hat, würdest du jetzt sagen, ist das... Versehen, das sollte eigentlich gar nicht passieren. Das Scheiße. Ist einfach kaputt gegangen, ich weiß auch nicht warum. Frauen und technische Geräte, ja, stimmt's? Also, ich konnte es gar nicht verhindern. Ihr habt so viel gebacken für, wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind eigentlich... Der Mann mit dem Hut auch. Sie haben nicht gebacken. Sie sehen auch nicht so aus, als hätten sie gebacken. Sie sehen so aus wie einer, der anderthalb Meter hinter dem Ofen steht und ein bisschen freche Kommentare von sich gibt. Nein, sind Sie so, sowas mache ich nicht. Was ist denn der beste Kuchen? Können Sie mich mal kurz... Ich habe noch nicht probiert. Was machen Sie denn hier? Stehen. Das machen Sie aber sehr gut. So gut, ne? Sind Sie wirklich so? Also ist das jetzt ein Kostüm oder sind Sie wirklich so, auch im Alltag? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Sie sind wahrscheinlich der normalste Bürger, den ich hier heute gesehen habe. Ja, ich bin normal. Sie sind die durchsichtige Flagge auf der Regenbogenfahne. Ja, genau. Hallo. Wow, die winken alle zurück. Bin ich der schwule Jesus? Ich habe das Gefühl, die Leute flippen voll aus, wenn sie mich sehen. Kennst du mich? Ja. Ja. Kann ich kurz ein Viertel mit dir machen? Ja, klar. Boah, bin ich groß. Muss ich halt die Gags hier abfeuern. Meine Schwester ist riesig großer Fan. Ah ja, schön, dass deine Schwester das ist und nicht du. Ich habe das Gefühl, ich bin Präsidentschaftskandidat. Fehlt nur noch, dass jemand mir sein Baby reicht. Ich muss mit einer Signatur zu verpassen. Alle mal sagen Christopher Street. Ciao, Schnucki. Dankeschön. Feiern dich mega. Wollt ihr mich zu denen rübertragen? Wäre das möglich? Ja, spring auf. Ich hab
die Beine vorgestern rasiert. Ist das jetzt noch Unterdrückung von Queeren, wenn ich queere Leute dazu zwinge, mich zu tragen, oder ist das inklusiv? Ja, wir sind ja auch zu dir gekommen. Vielen lieben Dank, macht's ganz gut. Tschüss. Warum hast du eine Schweizer Flagge? Weil ich da lebe. Und wo denn? Winterthur. Winterthur, das hat geklappt. 8400 Winterthur. Ja, grüezi wohl. Unsere Gruppe, die Pink Pomps, gehören zum Sportclub Janus. Das ist ein sehr großer Sportclub hier in Köln. Schwul-lesbische, aber jeder ist willkommen, um das ausdrücklich dazu zu sagen. Auch aus Düsseldorf zum Beispiel. Und wir haben mehrere Gruppen, die Choreografie. Also so inklusiv seid ihr, dass ihr auch in Köln Düsseldorfer erlaubt. Genau. Hi. Ihr Gehalt ist da eine Umarmung. Wie bitte? Der Gehalt ist da eine Umarmung. Ach cool, das ist ja mehr, als ich bei dem ZDF gekriegt habe. Oh, eine spannende Situation. Das Reißverschlusssystem, klappt es wohl hier auf dem Christopher Street Day? Sehr gut, Reißverschluss, es geht ja doch, es geht ja doch. Ah nee, die fahren einfach vorbei. Lesben ab 50, ich hatte keine Ahnung, dass das der Verein ist, den ich brauche. Ja, den kriegst du auch bald. Ich habe schon viele krasse Sachen gesehen heute, aber dass dieser Hund hier nicht ausflippt, ist für mich das allerkrasseste. Eine kurze Session, Hazel bewertet Hunde live. Wie geht's dir? Alles klar? Eine krasse Reise hat er hinter sich. Er war mal ein Wolf, jetzt wurde er so lange gezüchtet, bis er sich hier in einer Christopher Street Day Parade findet. Wir sind jetzt im Bereich der GEMA-pflichtigen Musik angelangt. Das heißt, es folgt eine Sequenz, die wir mit anderer Musik untergelegt haben, wo ich nichts sage. Ich werde einfach nur physisch mit den Leuten interagieren. Viel Spaß damit. Bist du mein größter Fan? Ja. Magst du einen Lutscher? Gerne. Kannst du lutschen? Ich sag da jetzt nicht zu. Warum müssen sich denn eigentlich männliche Fußballer immer noch outen? Eine sehr gute Frage. Weil bei den Frauen ist ja eher umgekehrt, da muss man sich ja eher outen bei einer Profifußballerin, wenn man hetero ist. Stimmt, das stimmt auch wiederum. Herzlich willkommen in Köln. Dankeschön. Gerne. Hast du ein Shirt? Ich bin die einzige Frau, die von anderen Frauen angezogen wird. Dankeschön. Gerne, viel Spaß. Ehrefeld, Radertal, Nippes, Pesch, Pesch, nee, Poll, Eschpesch und Esch, Bahn. Ja, genau. Das müssen wir nochmal üben. Das war's vom CSD. Danke fürs Schauen, danke fürs Kanal abonnieren, fürs Video liken. Ganz, ganz viele von euch schauen, obwohl sie nicht abonniert haben. Das muss nicht sein. Vielen Dank für eure Unterstützung. Habt einen schönen Sommer. Macht's gut. Ich gehe jetzt. Ich liebe dich. Oh mein Gott. Tschüss, ist gerade die Abmoderation. Willst du noch was sagen? Ich liebe euch alle. Tschüss.